hier ist, habe ich gedacht, nerve ich euch mal mit dem, womit meine Profs mich immer nerven, nämlich mit Statistik. Das, was ich jetzt erzähle, ist so basic vom basic. Die erste Hälfte dürftet ihr eigentlich auch mehr oder weniger kennen, hoffe ich, sonst hat eure Schulbildung versagt. Warum Statistik? Weil Statistik cool ist, weil es zum Alltag dazugehört. Jeder kennt das, wenn er im Supermarkt irgendwie nur noch 10 Euro dabei hat und aber trotzdem 20 Sachen kaufen will. Kann entweder ausrechnen, was jedes einzelne Teil kostet und das alles zusammenrechnen, oder wie ein Kumpel von mir das macht, einfach sagen, jedes Teil kostet ungefähr 1 Euro. Manche Teile kosten ungefähr 2 Euro, die packen dann auf 2, zählen dann zweimal. Und das passt dann im Endeffekt schon. Das ist im Prinzip schon Statistik. Und man kann mit Statistik unglaublich schön lügen, weil man nämlich nie lügt. Was ihr da unten seht, ist eine einfache Tabelle. Ich habe mal so getan, als hätte ich eine Erhebung gemacht und ich hätte 30 Leute gefragt, einfach 5 Fragen, die sie richtig oder falsch beantworten können. Und da seht ihr, wie viele Fragen im Schnitt richtig beantwortet worden sind von Frauen und Männern. Und ich habe diese Erhebung zweimal gemacht. Man sieht, bei den Frauen ist es beides mal gleich. Das arithmetische Mittel in diesem Fall, der Durchschnitt, ist beides mal 2,8 Fragen im Schnitt richtig. Bei den Männern, die haben beim zweiten Mal etwas schlechter abgeschnitten, da sind es nur noch 2. Wenn ich jetzt den Gesamtmittelwert dazu sehe, sieht man allerdings, dass beim zweiten Mal der Gesamtmittelwert höher ist als beim ersten Mal. Was auf den ersten Blick nicht sein kann, weil ja bei den Männern der Gesamtmittelwert kleiner geworden ist. Das ist etwas, das nennt sich Simpsons Paradox. Hat jemand eine Idee, wo das herkommt? Ja, Chatty weiß es natürlich, dem habe ich das heute Nachmittag erzählt. Also größere Stichprobe. Genau. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Frauen und Männer ich da theoretisch befragt habe, sieht man, dass ich beim zweiten Mal wesentlich weniger Männer befragt habe. Es sind beides mal 30 Leute, aber einmal sind es 10 Frauen, einmal sind es 20. Da zählt natürlich der Mittelwert der Männer im Schnitt weniger und deswegen wird der Mittelwert über die Gesamtstichprobe größer. Das wird sehr, sehr häufig gemacht, auch in wissenschaftlichen Arbeiten, dass einfach dann mal die Zahl, die nicht passt, verschwiegen wird und die, die passen, also wenn man zum Beispiel sagen wird, Männer sind im Allgemeinen schlechter, dann wird einfach das Gesamtmittel mal weggeschmissen und dann wird die Zahl der Befragten unter den Tisch fallen lassen und so. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Statistik, die deskriptive Statistik und die Inferenzstatistik. Die deskriptive Statistik ist, wie zeigen wir unsere Zahlen schön, wie kann ich große Stichproben eindeutig beschreiben. Inferenzstatistik beschäftigt sich dann damit, wo liegen Kausalitäten zwischen zwei Dingen und welche Aussagen können wir machen über die Grundgesamtheit, die unseren Daten zugrunde liegt. Ich werde ganz am Ende zwei Maßzahlen nennen, die zur Inferenzstatistik gehören, der Rest gehört zur deskriptiven Statistik. Zur Notation, N ist die Anzahl der Untersuchungseinheiten. Das ist auch bei allem, bei fast allem, was geisteswissenschaftlich ist, die halten sich daran. Ich weiß, dass es in den Naturwissenschaften teilweise anders ist, weil die einfach viel, viel mehr Notationen brauchen und sich das dann immer ein bisschen zurechtschustern. X ist eine Variable, sollte jeder schon mal gehört haben. I sind einzelne Untersuchungseinheiten, also X, I ist die Ausprägung I auf einer Variable X. Und zur deskriptiven Statistik. Das ist ein Teil der Tabelle, aus der ich die Tabelle eben erstellt habe. Das ist natürlich sehr unschön, da erkennt man gar nichts. Deswegen braucht man deskriptive Statistik. Wenn man das mal abbildet, aus Erhebung 1 und Erhebung 2, die Anzahl der Personen, die eine bestimmte Anzahl von Fragen richtig beantwortet hat, sieht es schon viel übersichtlicher aus. Was macht man in der deskriptiven Statistik am häufigsten? Am häufigsten gibt man Häufigkeiten an, einfach in Tabellen. Gibt es verschiedene Lagemaße, Modus, Median und arithmetisches Mittel. Das arithmetische Mittel ist das, was ihr alle am häufigsten verwendet. Und das, was leider die wenigsten Leute kennen vom Namen her. Im Allgemeinen hier jetzt nicht nach meiner Umfrage. Und dann gibt es noch zwei oder zweieinhalb Streuungsmaße, die ich noch ansprechen wollte.
das relativ zu anderen vor. Und die kumulierte relative Häufigkeit, wenn ich die Häufigkeiten einfach aufaddiere. Lagemaße, das Unbekannteste ist der Modus. Das ist einfach das, was am häufigsten vorkommt. Also wenn ich hier frage, mir angucke, wie viele Männer, wie viele Frauen sind da, dann kann ich ganz eindeutig sagen, der Modus ist Mann. Das kommt definitiv häufiger vor. Der Median ist der Wert, welcher die nach Größe geordneten Daten genau in der Mitte teilt. Das wäre in diesem Fall auch Mann, wie alles andere auch. Wenn ich allerdings Schulnoten mir angucke, dann kann ich sagen, 5 mal die 1, 5 mal die 2, 5 mal die 3 und so weiter. Wenn ich dann genau in die Mitte gucke, ist das der Median. Das arithmetische Mittel ist das, was wie gesagt am häufigsten verwendet wird. Das ist die Summe der Einzelwerte dividiert durch deren Anzahl. Da unten sieht man, wie man das mathematisch aufschreibt. Das ist einfach der Durchschnitt, den man eigentlich täglich verwendet. Streuungsmaße verwendet man nun, ja, wenn ich ein arithmetisches Mittel oder einen Modus habe, sagt mir das noch nicht so viel über die Daten, die ich erhoben habe. Die beiden Tabellen, die ich da abgebildet habe, die haben beide Modus, Median und arithmetisches Mittel bei 3, sehen aber sehr unterschiedlich aus. Dafür braucht man Streuungsmaße, die auch die Verteilung der Daten mit einbezieht. Da werden zwei Dinge sehr häufig verwendet. Das eine ist der Range, das ist einfach von wo bis wo geht es, was ist das Maximum, was ist das Minimum. Bei meiner Befragung, Minimum werden 0 Fragen richtig beantwortet, Maximum werden 5 Fragen richtig beantwortet, also ist der Range von 0 bis 5. Die Varianz beschreibt ganz gut, wie stark eine Verteilung tatsächlich gestreut ist, wenn man davon ausgeht, dass jeder zumindest eine Frage richtig beantworten kann und eine Frage total schwer war und die hat quasi keiner richtig beantwortet, dann hilft mir der Range nicht viel, weil ich kaum Werte auf der 0 und auf der 5 habe. Dafür gibt es die Varianz, das ist die durchschnittliche quadrierte Abweichung vom arithmetischen Mittel. Das heißt, ich rechne den Durchschnitt aus, ziehe von jedem Wert den Durchschnitt ab, quadriere das, rechne es zusammen und teile es durch n und nehme es mal an sich n, also teile es durch n. Das ist die Varianz. Wenn ich etwa, das ist die Maßeinheit, die ich habe, quadriert, das heißt, ich kann sie schlecht verwenden, wenn ich irgendwas einfach beschreibe. Wenn ich die Wurzel daraus nehme, ist es wieder in der, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Meter erhoben habe und wenn ich die Varianz dann wieder die Wurzel daraus ziehe, habe ich wieder Meter und das nennt man Standardabweichung. Das kann man eigentlich verwenden, wie man lustig ist, es wird aber unterschieden. Jetzt der Teil, den vielleicht manche von euch noch nie gehört haben. Bivariate Zusammenhänge, also tatsächlich Inferenzstatistik. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen zwei Variablen? Zum Beispiel gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Anzahl an richtig beantworteten Fragen. Also konnten Frauen diese Fragen besser beantworten oder Männer? Da unten ist es abgebildet. Man sieht, dass mehr Frauen 5 Fragen richtig haben und keine Frau hat keine Frage richtig. Aber wenn man das ausrechnet, kommt da nichts Ergiebiges raus. Also Frauen und Männer konnten in meiner fiktiven Strichprobe das gleich gut beantworten. Es kann aber sein, dass man in so einer Grafik das schon deutlich sehen kann, dass es einen Unterschied gibt. Genau. Was man sich anguckt, ist erstmal, besteht ein Zusammenhang, in welcher Richtung geht dieser Zusammenhang, also hat das Geschlecht einen Einfluss auf die Körpergröße oder hat vielleicht die Körpergröße einen Einfluss auf das Geschlecht? Und wie stark ist dieser Zusammenhang? Dazu gibt es 3 Maße, die recht einfach zu berechnen sind, die man auch einfach mal so eben berechnen kann. Die funktionieren allerdings nur, wenn man 2 Einflüsse aufeinander testen möchte und nicht irgendwie 10, was man meistens möchte, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Das erste ist eine einfache Kreuztabelle, was auch alle schon mal gesehen haben sollten.
Vater in einer Familie, was in den Zeilen steht, sind Hauptschule bzw. Realschule und Gymnasium. Das ist die Schulform, die die Kinder besuchen. Die Frage ist, hat das Anstellungsverhältnis des Vaters einen Einfluss darauf, welche Schulform die Kinder besuchen? Man gibt dann aus die Spaltenprozente. Hier sind die absoluten Häufigkeiten, das sind die Spaltenprozente. Und wenn man die Spaltenprozente in den Zahlen betrachtet, sieht man, ob es einen Unterschied gibt oder nicht. Also wenn es keinen Unterschied macht, was für ein Angestelltenverhältnis der Vater hat, dann sollten die Zahlenprozente gleich sein. Wie man sieht, sind die das nicht. Und Arbeiterkinder gehen mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit auf die Hauptschule als Angestelltenkinder. Diese Zahlen sind übrigens fiktiv, da musste ich meinem Statistikprofessor bedanken. Die meisten habe ich nämlich einfach übernommen. Da sieht man das nochmal. Wenn die Zahlenprozente gleich sind, gibt es keinen Zusammenhang, mittleren Zusammenhang. Wenn sie direkt gegenüberstehen, ist es ein perfekter Zusammenhang. Also wenn das Angestelltenverhältnis des Vaters 100% mit 100%iger Wahrscheinlichkeit voraussagen, was für eine Schulart das Kind geht, müsste es so aussehen, wie man ganz links sieht. Wenn man das ein bisschen zusammengefasster sagen will, dann berechnet man das relative Risiko. Das ist das Verhältnis zweier Anteilswerte. Wenn man hier einfach die Zahlprozente nimmt von der Hauptschule 90 und 45, dann teilt man einfach 90 durch 45 und bekommt eine 2. Das heißt, das Risiko von Arbeiterkindern, die Hauptschule zu besuchen, ist doppelt so groß wie das von angestellten Kindern. Da hat man eine Maßzahl, von der man nicht, denn behauptet man nicht einfach nur, dass der Unterschied groß ist, sondern man sieht, wie groß er ist. Ein bisschen komplexer, aber ja, das ist relativ schwer zu verstehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute in meinem Studiengang es bis heute nicht verstanden haben, was Odds Ratios sind. Aber Odds Ratios beschreiben auch ein Verhältnis von zwei Chancen, nicht Wahrscheinlichkeiten. Also Odds Ratio geben das Verhältnis der bedingten Risiken für X1 und X2 an. Unten sieht man wieder die Tabelle. Wenn man jetzt die Anzahl der Kinder, die auf die Hauptschule durchteilen von die Eltern haben, die Arbeiter sind, durch die Anzahl, die auf die Realschule gehen, haben wir das Odd, also die Chance dafür, dass Kinder von Arbeitervätern auf die Hauptschule gehen, die ist 9. Also das ist die Chance. Bei Angestellten ist diese Chance 0,818. Wenn es kleiner ist als 0, ist die Wahrscheinlichkeit für das Gegenteil geringer. Und das kann aber, ich habe auch schon Odds von über 1000 gesehen. Also das ist nach oben offen, aber unter 1, da ist halt die Chance fürs Gegenteil geringer, ist auch relativ offensichtlich. Wenn man die jetzt voneinander abzieht, bekommt man das Odds Ratio. Das ist das Verhältnis der Chancen. Und das ist ein relativ gutes Maß für einen Zusammenhang und auch ein recht gutes Maß, die Richtung eines Zusammenhangs zu erkennen. Wenn ich nämlich das Ganze umdrehe und es quasi mit den Zeilen mache, und da kann ja nicht sein, dass nichts rauskommt, und dann kann ich auch die Richtung eines Zusammenhangs sehen. So, ich hatte gedacht, man könnte da jetzt noch komplexe Sachen dranhängen, dann bräuchte ich aber nochmal 20 Minuten, deswegen verweise ich einfach auf die unglaublich geilste Website aller Zeiten, statisticshell.com. Das ist ein Statistikprofessor aus der Psychologie, der aussieht, als würde er von einem Metal-Konzert kommen und einfach unglaublich gut komplexe Statistik erklären kann. Also wen das interessiert, einfach mal da ein bisschen rumsurfen. Seine Beispiele sind auch